Ja, hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zurück zu The Next Big Thing. Es ist echt schon Wochen her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Es ist so, so traurig, aber ich freue mich total, jetzt endlich wieder loslegen zu können und ich habe so dermaßen Bock. Aber ihr müsst leider ein bisschen Rücksicht mit mir haben. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier im Spiel sind. Ich weiß noch, dass wir in Liz' Unterbewusstsein sind und dass wir hier so Sachen machen müssen. Hier wie größte Angst und stärkste Hemmung und den größten Herzenswunsch und so. Und hier 5 Szenen für Quen. Nee, Queenie. Quen. Dass dir die Spucke wegbleibt, Baby. Das weiß ich alles noch, aber ansonsten bin ich hier gerade ein bisschen ratlos. Jahrelang hatte ich Angst vor ihm. Vor wem? Vor dem Mann da? Fährt der Knabe Motorrad? Seine Haltung gefällt mir nicht. Warum nicht? Okay. Ach, ich habe mich gerade an etwas erinnert. Ich bin auf einem Motorrad mit Beiwagen vor FitzRandolph geflohen. Genau. Kann ich das alles der Queenie bringen? Der Mann, der uns vor dem Baden Angst macht, das ist ja mal total putzig. Ich wusste schon immer, dass er ein ganz normaler Garderobenständer war. Aber so ist nun mal die Fantasie. Und das zählt. Das stimmt. Gab es, als ihr klein wart, vor irgendwelchen Möbelstücken, die sich in der Dunkelheit so ein bisschen verzerrt haben, vor denen ihr immer ein bisschen Angst hattet? Gab's das? Also ich weiß, bei mir gab es das, aber ich weiß nicht mehr, was es war. Was noch gar nicht so lange her ist, die Motorradkombi, die bei uns im Schlafzimmer hängt. Die hängt so an der Tür und wenn man dann das Licht ausmacht und das Licht schimmert noch so, oder es schimmert noch so ein bisschen Licht von draußen oder vom Fernseher, sieht das halt aus, als würde da jemand Riesengroßes vor der Tür stehen. Wenn man da nachts aufwacht, wegen Albträumen, schreckt aus dem Bett und das ist das Erste, was man anschaut, ist das recht unheimlich, muss ich gestehen. Aber naja, ich hab sonst, die passt nicht in den Schrank, was soll ich machen? Ich will ihn nicht anfassen. Ich will aber, dass du ihn anfasst, dann halt nicht. Spencer McDundee, der Schauspieler aus Australien, der auf die Rolle eines schottischen Geistes festgelegt war. Aha, kannst du es mitnehmen? Nicht mein Typ. Ich will das Bild nicht haben. Aber ich will es haben. FitzRandolph hat meinen Mut gestohlen und ihn dort eingeschlossen. Moment mal, woher weiß ich das? Weiß ich nicht, aber ich weiß es. Okay, das heißt, wir müssen da ran. Ich kenne die Kombination zwar nicht und ich weiß, dass ich sie nicht ohne weiteres erraten kann, aber... Ich wusste es. Ich kenne die Kombination. Du sprichst ja. Wie lautet sie? Da kannst du Gift drauf nehmen, Vibe. Ist schon langweilig, sie jedes Mal zu sehen, wenn FitzRandolph den Tresor öffnet. Wunderbar. Wie lautet sie? Das ist ja nett. Hast du vielleicht etwas für mich gemacht? Nein, habe ich nicht. Wie lautet sie? Und warum findest du, dass ich etwas für dich tun sollte? Weil du ein ganz Lieber bist. Wie lautet sie? Ein ganz Lieber? Spencer McDundee, der mürrischste Schotte Australiens, der unhöflichste Australier Schottlands. Bis denn, Vibe. Egal wie oft Liz fragte, Spencer McDundees Bild antwortete nicht. Um die Kombination des Tresors zu bekommen, musste Liz etwas für ihn tun. Okay, aber dann müssen wir rausfinden, was er gerne möchte. Oh, Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen erkältet. Ab und zu werde ich mich vielleicht mal räuspern und mal ein bisschen schnupfen. Einfach nicht dran stören. Einfach ignorieren. Hey, Spencer. Stör mich nicht, Vibe. Stör mich nicht, Vibe. Du bist aber auch mein Sack. Ey, kneif die Unabuchs da drunter oder hättest du mal lieber ausziehen sollen, wie die Schotten das so wirklich machen, hä? Keine Ahnung. Was kann ich denn was für dich tun? Was kann ich für dich tun? Die Klappe halten. Das ist schlecht. Ich suche meinen innigsten Herzenswunsch. Hilfst du mir? Nein, aber hier hast du meinen. Hau ab. Bitte, bitte verrat mir die Kombination. Da kannst du lange warten. Wir reden später weiter, ja? Hab ich eine Wahl? Das ist ungünstig. Wir haben ja Sachen im Inventar. Vielleicht will er was zu trinken. Ein Drink vielleicht? Und wer sollte später den Boden unter dem Bild wischen? Willst du mich für dumm verkaufen? Der will nicht saufen, weil er keinen Bock hat, dass nachher seine Kotze unter... Ach komm, als hätte das schon jemals irgendwen aufgehalten. Ich bitte dich. Du willst den Teddybär bestimmt. Nein? Oh, ich hätte jetzt gedacht, er will den Teddybär. Will er das vielleicht? Nein. Entsafter. Nein.
Nadel und Faden? Soll ich ihm den Kopf annähen? Hey, Weib, ich werd nicht gerne gestochen. Davon wird mir schwindlig. Auch nicht. Aber auch kein Hinweis, ne? Okay. Okay, wir gucken uns mal hier noch weiter so ein bisschen um. Das ist das Gleiche, ne? Okay. Tragbarer Regen. Tragbar, okay. Funktioniert er? Der funktioniert. Und deswegen nehme ich ihn mit. Aber ich bin zwar sauber, aber man weiß ja nie. Warum denn bloß? Warum? Was soll ich denn damit? Wenn ich die Brause öffne, werde ich nass. Ja, aber du hast ihn ja abgemacht. Wenn du jetzt da rausgehst und öffnest die Brause. Wie jetzt? Ich verstehe es nicht. Mein erstes Kindermädchen, wie hieß sie noch? Sie soll es zur Ablenkung dort angebracht haben, damit ich den Mann, der uns vor dem Baden Angst machte, vergesse. Wieso habt ihr den Mann, der euch vom Baden Angst macht, nicht einfach weggestellt? Verstehe ich nicht. Ich will es nicht anhalten. Kann man denn den Teddybär aufhängen? Der würde gut passen, aber ich behalte ihn lieber. Hotspots. Was ist das, der Hahn? Der ist kaputt. Geht nicht. Das Drehsternchen fehlt. Das Drehsternchen? Wie süß ist das denn? Gibt es denn irgendwas, was man da... Knopf vielleicht? Den hält kein Knopf. Ja, es war auch Quatsch, ne? Dachte ich mir schon. Seit sie Drachenklauen bekam, hat sie aufgehört zu bellen. Was? Also ich sehe, da unten die Badewanne hat Drachenfüßen. Aber wann hat die Badewanne denn gebellt? Ich will kein Bad nehmen. Willst du denn vielleicht den Teddy baden, der stinkt? Das braucht wirklich kein Bad. Bist du dir da sicher? Dann gehen wir wieder raus. Ich kann mich noch dran erinnern, hier gab es ein Stockwerk, bei dem Liz auf jeden Fall tanzen sollte. Ja, ich erinnere mich. Zweiter Knopf. Angenäht. Angenäht. Huch! Ihre größte Angst. Ganz ruhig, Liz. Alles ist gut. Ist nur ein riesengroßes Krokodil mit Zähnen so groß wie mein Oberschenkel. Das passt schon. Alles ist toll. Ach du Heilige, die muss da reingehen. Damit überwindet sie mit Sicherheit ihre größte Angst. Ich guck mich erstmal um. Das Ding macht eine Menge Schaum. Ich weiß es, weil Anne-Marie und ich einmal zu Weihnachten damit gespielt haben. Sie war der Weihnachtsmann und ich der Barbier. Ihr habt seltsame Spiele, aber ich wäre gern dabei gewesen. Das klingt sehr lustig. Nein, der bleibt schön da. Ich hasse Waldbrände. Okay. Sie plaudern gerade. Worüber August Fasane halt so reden. Das wüsste ich gerne. Es gibt keinen schrecklicheren dokumentierten Selbstmord als der von Lionel Mann. Er griff nach dem Käfig eines malaiischen Argusfasanen und wurde in einem Cocktailshaker beerdigt. Was? Felicity Fontaine. Selbstmord mit Stil. Seite 42, dritter Absatz. Okay. Ich kann sie nicht verstehen. Ich spreche kein Malaiisch. Die sprechen Malaiisch? Bist sie du sicher? Sie sind beschäftigt. Ich möchte sie nicht stören. Aber ich möchte das gerne. Ich spreche kein... Viel zu hoch. Ach, okay. Er macht mir Angst. Geh da rein. Mir fehlt der Mut. Mir fehlt der Mut. Geh einfach, wenn ich dir das dreimal sage. Kommt nicht in Frage. Geh da rein. Mir fehlt der Mut. Nein, du gehst da rein. Kommt nicht in Frage. Doch, kommt in Frage, geh da rein. Ich traue mich nicht. Jetzt geh einfach da rein. Ich traue mich nicht. Was soll denn schon passieren, außer dass er dich in Stücke reißt? Es gibt Schlimmeres. Geh da rein. Ich traue mich nicht. Mir fehlt der Mut. Wie sollen wir die denn dazu bewegen? Mit dem Teddybären. Mit dem... Nein. Tja, ne? Uns fehlt auch noch... Oh, ich wollte noch einen Hotspot drücken. Gehe nochmal rein. Nochmal gucken, ob ich alles... Ja, nee, ich hab alles. Tja. Hier kann man nicht allzu viel machen, anscheinend. Oder mir würde jetzt nichts Logisches einfallen. Die Knöpfe kann ich auch nicht rausholen, ne? Das ist sehr, sehr ungünstig. Ach, wir waren hier. Das ist die 14. Etage?
Kann ich das Handtuch da mitnehmen? Nee, kann ich anscheinend nicht. Das liegt da so, als könnte man es mitnehmen. Naja, naja. Okay. Dann gehen wir nochmal alles durchgucken. Ach ja, hier, wir können ja hier eventuell... Hier, guck mal. Du, ich habe mich vor kurzem an eine Szene erinnert. Hör zu, Queenie. Ich bin auf einem Motorrad aus einem Zeppelin geflohen. Und ich habe es auf... Ja, wir waren alle dabei, von daher. Nanu? Ich dachte immer, dass mir Helme besser stehen würden. Du bist völlig hip, Lizzie. Mach dir bloß keine Gedanken. Ich überlege gerade, okay? Okay, wir haben jetzt zwei Bilder. Der Teddybär vielleicht? Du, ich habe mich vor kurzem an eine Szene erinnert. Hör zu, Queenie. Ich habe einen Eisbären erschreckt. Kannst du dir das vorstellen? Wie putzig. Das erinnert sie an den Eisbären. Das war auch so geil. Ach ja. Die Liz ist schon verrückt. Ja, genau das Bild. Das musste ich auch unbedingt als Thumbnail holen. Das fand ich total süß. Das gefällt mir. Bin ich nicht etwas merkwürdig? Du bist merkwürdig, Schwesterlein. Sehr merkwürdig. Ich überlege gerade, okay? Aber merkwürdig ist ja nichts Schlechtes. Es ist halt nur, es ist würdig, sich zu merken. Nein, der Duschkopf also nicht. Der Entsafter? Nein. Was haben wir denn noch? Der Flachmann? Du, ich habe mich vor kurzem an eine Szene erinnert. Hör zu, Queenie. Fitz Randolphs Villa. Die Verleihung des Horrorfilmpreises. In einem Falcon Spirit sitzen sich gegenüber der dreiste Macho... Mhm, was kommt denn da jetzt für ein Bild raus? Wie viele brauchen wir eigentlich? Wüsste ich mal gern. Oh, da war das schöne ja, Auto sag mal, noch ganz... Warum hast du nur ihn gemalt? Tut mir leid, Lizzie. Bei Murray bleibt einem einfach die Spucke weg, Baby. Ich überlege gerade, okay? Okay, also sie will auf jeden Fall noch mehr. Nadel und Faden wahrscheinlich nicht. Unmöglich. Queenie hat genau einmal eine Nadel benutzt. Für ein Piercing. Boah, hat Stil. Notizblock? Nicht mehr nötig. Okay, gibt's denn hier sonst noch irgendwas Interessantes? Nee, das hatten wir auch alles schon abgefrühstückt, ne? Da hatten wir Nadel und Faden gefunden, Bücherregal. Ich mag Queenies Art, alles durcheinander zu bringen. Da sind Malutensilien, aber die interessieren mich nicht. Ja, es hat was, wenn die Sachen durcheinander im Regal sind. Also wenn die alle so akkurat aufgeräumt sind, finde ich, das sieht irgendwie unecht aus. Ich will nichts davon. Okay, dann müssen wir hier nochmal raus. Und gucken, ob wir noch andere Dinge finden. Ich bin schon so langsam etwas, naja, wir gehen nochmal... War der 80. Etage irgendwas Interessantes? Ja, genau, das war das. Da hatten wir ja, glaube ich, nichts mehr. In der Schachtel gibt es nichts, was ich... Ja, ich erinnere mich. Die ganzen Schachteln, wo es nichts gibt, was sie haben möchte. Und sie nicht mal aufmachen will, obwohl ich furchtbar gerne wissen wollte, was da drin ist. So, hier wollte ich doch gerne nochmal hin. Den Entsafter, kann man den denn an der Bar... Ich weiß, den habe ich hier geklaut, aber kann ich ihn ich da auch benutzen? Ich möchte das nicht dort liegen lassen. Nee. Unser Maître de Plaisir. Irgendwas brauchten wir noch für den, damit wir... da teilnehmen können, oder? Wie war das? Hallo, Armando. Was gibt es Neues, Eliza? Ja, bist du sicher, dass ich ohne Karte nicht tanzen darf? Wo bekomme ich denn eine Ballkarte? Mit solchen Früchten kenne ich mich weniger gut aus. Aber sie sollen an nassen Orten gedeihen. Okay. Das heißt im Badezimmer, aber in den Tresor komme ich ja nicht rein. Ich habe dich viel größer in Erinnerung. Du bist in kurzer Zeit enorm gewachsen, kleine Eliza. Du hast viel mehr Zeit gebraucht als deine Schwester Anne-Marie, um groß zu werden. Klar doch. Ich wollte nicht die Erste sein. Okay. Bis dann. Bis dann. Kann man denn hier irgendwie noch hin, ne? Hotspots. Preisliste. Ich trinke lieber nichts. Es bekommt mir nicht. Ich sage dann so merkwürdige Sachen. Ach ja? Ist das alles teuer?
Noch merkwürdiger, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wenn man Murmeln in die Eiswürfelform gibt, bevor man sie in den Gefrierschrank legt, sehen die Murmeln toll aus, wenn das Eis fertig ist. Aber vorher muss man die Leute warnen, sonst passiert noch etwas. Okay. Dann käme das Eis rausgekullert und ich möchte nicht nass werden. Aber ich möchte, dass du nass wirst. Wet T-Shirt Party! Wet T-Shirt Party! Tja, Vielleicht doch nochmal ins Badezimmer. Wo waren das? Ich weiß es nicht mehr. Ja. Wie haben wir denn hier irgendwas Neues? Nee, wir haben hier nichts, was man dem geben könnte. Vielleicht sollte man ihn nass machen. Eine Dusche gefällig? Wasser ist was für Fische. Dusch doch selber. Ich bin sehr verwirrt. Ihr Lieben, ich würde sagen, wir überlegen in der nächsten Folge, was wir denn dem netten schottischen Fuchs da antun können, dass er uns endlich die behinderte Kombination gibt. Blöder alter Krummelbär. Ja, würde ich sagen, in der nächsten Folge. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss.